begrüße Sie zur Eröffnung der Horvath-Tage und zur Verleihung der Horvath-Preisen. Ich möchte natürlich Sie alle herzlich willkommen heißen hier zur Eröffnung der Murnauer Horvath-Tage. Uns blühen die Rosen, ist's Herz nimmer trüb, denn die Rosenzeit ist ja die Zeit für die Lieb. Der Öden von Horvath Förderpreis 2019 wird verliehen an Eva Trobig. Jede Figur in Evas Film handelt innerhalb seiner eigenen Begrenzung, seiner Wünsche und Programmierung, die Eva rausarbeitet, in Kontexte setzt. Ein Film von Eva Trobig ist nicht nur eine Erzählung, er ist eine Begegnung mit der Wirklichkeit. Das habe ich so mit rausgenommen aus dieser Reise mit diesem Film, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, und das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Und Herr Horvath hat sich mit dem Faschismus auseinandersetzen müssen. Notgedrungen lassen wir es nicht so weit kommen. Vielen Dank. Der Oedon von Horvath Preis 2019 wird verliehen an Josef Harder. Harder führt seine Figuren nicht vor. Er lässt sie gewähren, und trotz aller weithin sichtbaren Schwächen, trotz aller Kritik, das höchste Gut der Menschlichkeit bewahrt er, ihre Würde. Aber ich habe 45 Jahre lang geschafft wie ein Brunnenputzer. Und ich wollte nichts anderes wie einen anständigen Lohn, damit ich meine Familie ernähren kann. Und es hat auch geklappt, der Lohn war anständig. Und da gab es bei uns samstags immer Kartoffelsuppe, aber mit Wascht und nicht mit Lachs, wie sich's gehört. Und ich habe mir gedacht, ich auch irgendwas Nützliches, wenn ich so einen Preis kriege, und habe den ewigen Spießer gelesen. Also denkt er sich, das war ein Mistviech. Und in dem einen Moment hasst er sie. Und wenig später denkt er sich, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich am Ende nicht auch ein Mistviech bin. Und wenn sich alle Mistviecher helfen täten, ging es jedem Mistviech besser.